Herzlich willkommen, ein fröhliches Moin zurück zu Let's Play Risen. Irgendwas ist mit meinem Computer nicht in Ordnung. Das letzte Mal hatte ich irgendeinen Fehler drin, jetzt hatte ich wieder irgendeinen Fehler drin. Ich habe gerade schon einiges nochmal machen müssen. Also ich habe Doyle gefunden, ich mach's mal kurz. Ich weiß, ich habe das jetzt nicht gesehen, aber... Kann das nicht noch warten? Nein, kann's nicht. So. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. Das ärgert mich gerade so. Ich habe gerade eine Stunde aufgenommen. Ich verkaufe Fisch. Fast. Es ist mein Job, in die Häuser zu gehen. Na schön. Hier... Du bist der Einzige, der in allen Häusern gesehen wurde. Ein Zufall? Ich würde sagen, du bist schwer verdächtig. Das ist eine lächerliche Anschuldigung. Du kannst mir nichts beweisen. Ich kann dir mal kräftig aufs Maul hauen. Das könntest du bestimmt, aber das wäre ein großer Fehler. Darauf lasse ich es ankommen. Und du hilfst mir, aus dieser Scheiße wieder rauszukommen? Sag es. Ich habe für Sid die Häuser ausspioniert. Na also. Die Frage ist doch... Was mache ich jetzt mit dir? Wenn Sid rauskriegt, dass ich geplaudert habe, bin ich dran. Und bitte, verpfeif mich nicht an den Orden. Die stecken mich bestimmt in die Festung und da will ich nicht hin. Für den Don? Es ist besser, wenn du verschwindest. Für immer. Dann kannst du Sid keine Probleme mehr bereiten. Oh nein, du willst doch nicht etwa... Du kannst doch nicht... Kann ich nicht? Warte, ich soll verschwinden? Dann werde ich verschwinden. Ich tauche ab. Verlasse die Stadt und werde nie wieder zurückkommen. Ich schwöre dir bei der heiligen Flamme. Alle werden davon überzeugt sein, dass ich tot bin. Aber letztendlich hängt es von dir ab. Was ist? Habe ich eine Chance? Klar. Gut. Ich spiele dein Spiel mit. Ich gehe zu Sid und sage ihm, dass du verschwunden bist. 3 von 4 für den Don. Sehe ich dich danach noch einmal in der Stadt, zwingst du mich ernst zu machen. Oh, danke. Ich schwöre, du wirst mich hier nie mehr sehen. Na also, damit hätten wir den einen Quest schon mal erledigt. Was ich eben sagen wollte, ich hatte gerade aufgenommen, auf einmal meldet sich der Computer mit irgendeinem Fehler und dann konnte ich alles nochmal aufnehmen. Das habe ich dann nochmal versucht und wieder irgendein Fehler drin und boah. Und jetzt versuche ich das gerade nochmal nachzuspielen, was ich eben gespielt habe. Wir gehen also zu Sid, sagen Bescheid. Ich habe deinen Spion gefunden. Es ist Doyle. Er hat zu viele Spuren hinterlassen. Das ist schlecht. Ich hatte bessere Arbeit von ihm erwartet. Hä? Doyle ist verschwunden. Und ich will hoffen, dass er auch nie wieder auftaucht. Was hast du mit der Leiche gemacht? Naja. Ich will's gar nicht wissen. Nun, da ich mir darüber keine Gedanken mehr machen muss, können wir uns ums Geschäft kümmern. Wieso? So, ich habe deinen Arsch gerettet. Das stimmt. Ohne deine Hilfe müsste ich jetzt wahrscheinlich die Stadt verlassen. Also, was kannst du für mich tun? Scordo weiß bereits, dass du mir geholfen hast. Ich denke, das wird sich für dich auszahlen. Außerdem kann ich dir noch ein paar Tricks beibringen. Wenn du schleichen oder ein Schloss mit einem Stück Draht aufkriegen willst, bin ich dein Mann. Und wenn du Dietriche brauchst, meine Süße hat eine hübsche Sammlung. Wer ist Scordo? Unser wichtigster Mann in der Stadt. Du wirst ihn schon noch kennenlernen, keine Sorge. Mhm. Hast du einen Auftrag für mich? Ja. Jetzt, da klar ist, dass wir uns nicht vertreiben lassen, wird es Zeit, dem Orden eine Lektion zu verpassen. Ich mache hier nur eine ganz kurze Aufnahme übrigens. Ich meine, diese Penner stehlen den Bauern die Kühe und rationieren unser Essen. Was soll als nächstes kommen? Kontrolliertes Pinkeln? Und? Und Leute wie Dagel, der Fleischer, lassen sich vom Orden benutzen. Das muss ein Ende haben. Wir müssen dem Fleischer klar machen, wer ihn beschützen kann und wer nicht. Was? Was genau soll ich tun? Geh zu Dagel und erinnere ihn mal an den guten alten Don Esteban. Alles klar. Von der Frau könnte ich jetzt Dietriche verlangen. Ich gehe noch mal kurz zu Nelson rein. Und dem... gebe ich noch seinen wohlverdienten Ring zurück. Hier. Ich habe deinen Ring. Es ist gut zu wissen, dass es noch ehrliche Menschen in der Stadt gibt. Weißt du was? Behalte den Ring. Ist das dein Ernst? Ja, was soll ich denn damit? Ich bin auch eh den ganzen Tag im Haus. Bist du sicher? Ja, natürlich. Jetzt steck ihn ein. Wie du willst. Alles klar. Damit haben wir den Ring zurück. Oh, ich trage ihn sogar noch. Okay. Den des Axtkämpfers nehme ich raus und trage den zum Schleif. Brauche ich eigentlich auch nicht. Nikos Ring. Wer ist Nico? Fischer Nico? Wer ist denn Nico? Ich habe gerade einen Stärkering angelegt. Ich weiß gar nicht mehr, wer war denn Nico? Ich hab's vergessen, ehrlich. Na gut. Hast du schon mal über Schutz nachgedacht? Die Ordenskrieger beschützen mich. Und die Jungs sind gut.
Sie halten dir vielleicht das einfache Volk vom Hals, aber was ist, wenn es jemand auf dich abgesehen hat? Aha, daher weht der Wind. Du kommst vom Don, hä? Willst schnell ein paar Goldstücke abgreifen. Das haben schon ganz andere versucht. Ja, muss ich dir wehtun? Muss ich dir erst wehtun? Na endlich! Ich dachte schon, du wolltest nur reden. Ich hau dich um, du. Ja, großartig. Ja, selber Wurst. Muss aber eine Leberwurst sein. Ja! Ja! Hier, friss mal. Ja. Komm, put, 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 put. Hey, das war fies. Das hat richtig wehgetan. Das letzte Mal war ich besser. Komm schon. Komm, komm. Au. Wozu ich eigentlich mal die brauche. Die Tiere auf jeden Fall. Aber die Zweikämpfe sehen ganz gut aus. Meistens. Ich sollte nicht so viel prahlen. Knüppel mich mit. Ein Messer. Was hat er noch? Komm schon. Danke. Wie sieht es jetzt mit Schutzgeld aus? Tja, die Schlägerei war nicht schlecht. Warum sollte ich darauf verzichten? Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ich sagte dir bereits, ich zahle nicht. Boah. Und jetzt schwör ab, du Ratte. Das hat nicht funktioniert? Das hat nicht funktioniert? Ich habe ja gar keine andere Gesprächsoption möglich gehabt. Hä? Hey, Sid. Hä? Das hat nicht funktioniert. Kann ich das nochmal laden? Ja. Den Fleischer abkochen. Das hat nicht funktioniert? Den zu verprügeln? Warte. Sid will, dass ich zu dem Fleischer Dagel gehe und ihm klar mache, wer ihn beschützen kann und wer nicht. Das drücke ich mal weiter. Sie hat... Welch? Der Quest muss irgendwie anders weitergehen. Hier? Du, keine Sorge, ich werde dich nicht aufhalten. Ja, das ist ja schon mal schön. Ich spreche mal mit Carlos. Vielleicht kann ich mir bei ihm ein bisschen Lob abholen von wegen, ah, du hast dem Orden geholfen, das ist aber hübsch. Da freue ich mich ja richtig im Dreigestirn. Egal. Habe ich selber nicht verstanden. So. Nein, jetzt nicht. Nicht. Hallo Philippe. Fluppe. Stabkampf könnte ich auch lernen, aber ich wollte erstmal weiter gucken. Wo ist denn nochmal der große böse Wolf? Ist der hier im Lager drin? Hallo. Wegen des Banditen des Don. Warum ist der Inquisitor auf diese Insel gekommen? Warum ist der Inquisitor gerade auf diese Insel gekommen? Hier ereignen sich Dinge, die unsere Anwesenheit unabdingbar machen. Die heilige Halle der Vulkanfestung wird von sehr alten Kräften bedroht, die seit langem verschollen geglaubt waren. Wir sind gekommen, um die heilige Flamme und das Volk dieser Insel zu schützen. Wir müssen die Geheimnisse der emporgestiegenen Tempel ergründen und das alte Volk ihrer Erbauer verstehen lernen. Zu diesem Zweck sammeln wir alles, was wir in den Ruinen der alten Tempel finden und bringen es in die Festung. Warum wird das Volk in der Hafenstadt gefangen gehalten?
So, so. Du glaubst also, dass wir die Leute hier gefangen halten, ja? Jetzt pass mal auf. Draußen lauern Gefahren, denen ein einfacher Bürger nicht gewachsen ist. Alle, die sich innerhalb der Mauern dieser Stadt befinden, können froh sein. Schließlich beschützen wir sie. Also, ich möchte sowas nicht wieder hören. Klar? Entschuldigung. Schon gut. Wegen der Banditen des Don. Delgado hat versucht, sich die Gosse unter den Nagel zu reißen. Jetzt ist er weg. Die Gosse ist schon unübersichtlich genug. Da brauchen wir nicht noch so einen Strolch. Gut gemacht. Yay. Wegen der Banditen. Lucor war sehr bemüht, Kontrolle über die Stadt zu erlangen. Das hat sich nun erledigt. Lucor. Wenn ich schon den Namen höre, sträuben sich mir die Nackenhaare. Eine Sorge weniger. Gut gemacht. Schön. Wegen der Banditen. Tony ist erledigt. Er hatte versucht, ins alte Haus des Don einzubrechen. Aha, dann kann er ja froh sein, dass ich ihn dabei nicht erwischt habe. Gut gemacht. Hier hast du deine Belohnung. Ich werde das später irgendwann brauchen. Vielleicht sollte ich es auch erst später lernen. Tja, ich kann ja mal gucken, wenn es 5 Erfahrungspunkte sind, dann Opfer. Dann bringe ich Opfer. Hier geht's raus. Ach, guck mal, hier könnte ich fliehen. Aber wo ist Sergio eigentlich? Was ist los? Oh, ich suche Sergio. Hier ist noch ein Turm, dem ich nicht weiß, wo es da reingeht und ob überhaupt. Gibt's was Wichtiges? Ja, ich suche den Schmied. Hey. Soll ich ihm den Stab abkaufen? Ich speichere das mal. Ich habe einen Stab gefunden. Was? Ach ja? Und wo hast du ihn gefunden? Nicht zufälligerweise in meiner Truhe? Das tut nichts zur Sache. Ich habe einen Stab, der offensichtlich dir gehört. Und jetzt willst du mir mein Eigentum verkaufen? Du mieser Schweinehund. Schön. Sag, was du haben willst. Naja, ich dachte da zumindest an einen Finderlohn. Wie gemein. Wusste ich doch, dass du mich abzocken willst. Du solltest dich nicht aufregen. Es ist doch nur ein bisschen Gold. Das schlägst du einfach beim nächsten Geschäft wieder drauf. Gut, also Finderlohn. Und was willst du noch? Und eine kleine Aufwandsentschädigung. Und? Und einen Bonus, damit so etwas nicht wieder passiert. Unverschämtheit! Ich soll dich bezahlen, damit du mir nicht wieder etwas klaust? Sieh es, wie du willst. Ach ja? Ist das alles? Und das ist alles. Einverstanden. Und jetzt wirst du dich hier verpissen. Ich glaube, 3-mal ging nicht. Zeig. Ich möchte aber gerne diesen Klingenstab behalten. Das gab jetzt 150 Erfahrungspunkte. Ich muss mir diesen Klingenstab nochmal angucken. Ob ich das jetzt wirklich mache? Oder ob ich einfach den Klingenstab behalte? Zeig mal, Keule. Vorschlaghammer, Holzhüllachs. Wo ist der Klingenstab? Muss ich als Einheit dran, weil ich schwer treffe. Sind nicht eigentlich irgendwo ein Entermesser stecker? Verschärfter. Das ist von Walter. Stärke 45. Puh. Zeig mal. Ich möchte nämlich wissen, ob du ein Entermesser hast. Du hast tatsächlich ein Entermesser. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, ich lasse den Kerl einfach. Ich suche tatsächlich eigentlich den Eingang zu Sergio. Ich weiß weder, wo er ist, noch wie ich da hinkomme. Der muss hier irgendwo in diesen Gängen sein, glaube ich. Aber das sind ja nur diese 2, 3. Wo geht's da hoch? Und wo geht's hier lang? Geht's hoch, hier geht's runter.
Das sieht aber schwer verdächtig aus. Ich hatte gehofft, hier würde ich irgendwo weiterkommen. Das kann ich mal einsammeln. Hallo. Du bist Konrad. Hast du Arbeit für ein paar kräftige Hände? Nein, nein. Ich bezahle schon genug Arbeiter. Dann brauchst du vielleicht jemanden, der dich beschützt. Was soll das denn werden? Bedrohst du mich etwa? Gehörst du etwa zu den Banditen? Jetzt sag ich dir mal was. Passiert dir auch nur ein krummes Ding. Mach ich dich fertig. Hä? Jetzt will ich erst recht nochmal laden. Moment, das will ich nochmal ausprobieren. Ich habe ja noch nichts falsch gemacht. Moment. Ist was? Ja, du. Was ist? Ja, du. Jetzt auch. Ist nicht die Zeit zu reden. Mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden. Unterrichte mich in Alchemie. Alchemie könnte ich auch noch. Alchemie? Wo bin ich denn in Alchemie? Eins. Was? Ja, wo meine ich? Einige Pflanzen sind mit der dir bereits bekannten Methode nicht zu verarbeiten. Sie müssen filtriert und ein weiteres Mal aufgekocht werden. Mhm. Dann erhältst du häufig stärkere Tränke. Mhm. Alles klar. Jetzt habe ich nochmal Alchemie gelernt. Ich weiß gar nicht warum. Ja, gut. Der kann mir Schmieden beibringen. Ja, wo man. Zeig mir, wie man schmiedet. Zunächst einmal werde ich dir zeigen, wie du Einhandschwerter schmiedest. Um ein Schwert zu schmieden, brauchst du einen Rohling. Zuerst machst du den Rohling an der Esse heiß. Wenn er glüht und der Stahl weich genug ist, kannst du ihn am Amboss zu einer Klinge zurechthauen. Mhm. Dann kühlst du die Klinge ab, damit sie hart wird. Mhm. Anschließend schleifst du sie am Schleifstein. Mhm. Das ist alles? Du kannst auch einfache magische Schmuckstücke herstellen. Dafür brauchst du einen Goldschmiedetisch. Magische Stücke beziehen ihre Kraft aus dem Edelstein, den du einsetzt. Die Kunst besteht darin, den Edelstein in Gold einzufassen, um daraus einen Ring oder ein Amulett herzustellen. Alles klar. Ich würde mal sehen, dass ich das später irgendwie ausführe. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich hatte gehofft, ich würde Sergius wegen deiner Söhne. Was zahlst du denn? Ich bin doch kein Drecksack. Wo sind Konrads Kühe? Er hat sie in einem Gehege am hinteren Stadttor. Dort lässt er sie von einem Bauern bewachen. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Hat er überhaupt einen Namen? Nur unsere Elsa haben sie bisher verschont. Aber das sollen sie bloß nicht wagen, mir die Elsa wegzunehmen. Lass mich nochmal speichern. Lass mich nochmal hier arbeiten. Kannst du mir ein bisschen Gold geben? Verschwinde! Okay, der hat Kram. Kartoffeln, Tee, Wasser. Hier komme ich auch nicht weiter. Soll ich jetzt aber doch schon die Goldschalen? Ich hörte, dass Konrad mit dir geschimpft hat. Mach dir nichts draus. Er ist ein gemeiner Kerl, der es nur auf unser Gold abgesehen hat. Ja, und weiter. Verschwinde, Drecksack, beschützen. Moment, nochmal. Jetzt will ich das erst recht nochmal machen. Ja, wir müssen heute ein bisschen rumprobieren. Da mir eh schon einiges schief gelaufen ist. Und, Was soll... So. Hörst du etwas? Jetzt... Jetzt habe ich auch wieder mit dem Schimpfen gekriegt. Ich hörte... Schade. Wegen deiner Söhne? Was zahlst du denn? Nee, das will ich nicht sagen. Gerade nicht. Siehst du, das hätte ich gesagt. Mach was anderes! Wormskrieger, Wormskrieger. Und hier geht's nirgendwo. In einem Geheimgang durch oder so.
Da ist ein Bett. Nee, ich bin zurzeit ein bisschen ratlos. Ich wollte eigentlich... Gibt's was? Ja, Gott der Willen. Ich wollte eigentlich die Goldschalen abgeben und den die Sache für den Orden jetzt geritzt machen, quasi. Kann ich aber nicht. Komm ich nicht durch. Kann ich aber nicht, weil ich noch die Sache für Sid machen wollte. Aber wenn ich den komischen Dagel erledige, dann kriege ich von ihm auch nichts. Ist also auch nicht richtig. Und ich soll zu Sergio gehen. Ich bin gerade ein bisschen... was als nächstes? Ein bisschen ratlos. Hier runter. Schalter. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Schlüssel. Wer gibt mir denn diesen Schlüssel? Wie soll ich denn da zu Sergio kommen? Ich denke, ich werde mir erstmal ein kleines Päuschen machen, werde mich ein bisschen umsehen und vielleicht finde ich eine Antwort an einen der vielen. Unterrichte mich im Kampf? Nö. Auch nicht. Wie viel Punkte habe ich denn noch? 40 LP habe ich noch frei. Ich will die meisten aber für Kristallmagie oder Runenmagie später einsetzen. Also, wird noch ein bisschen dauern, ehe ich ein bisschen weiterkomme. Vielleicht, ich mache mich erstmal schlau, schaue mich ein bisschen um und beim nächsten Mal versuchen wir dann an der Stelle weiterzukommen. Ich könnte auch noch rehabilitieren. Einmal. Und ich glaube, ich weiß auch schon wo. Aber dafür muss ich auch erstmal aus der Stadt raus. Dafür muss ich den geheimen Weg finden. Ich habe keine Ahnung, wo. Die Chinesen. Gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Risen. Bis dahin. Tschüss.